Robert Schumanns Träumerei, eine der vielleicht schönsten Melodien aus dem schier unendlichen Fundus an Klavierstücken, die im Laufe der Jahrhunderte komponiert wurden. Interpretiert von Hans-Dieter Bauer, einem der wohl besten Pianisten auf diesem Planeten. Mit nun 75 Jahren hat er nichts an Virtuosität eingebüßt, mit der er seine Zuhörer in den Bann zieht. Natürlich soll das Publikum eine Freude haben. Und das merkt man dann auch gleich nach den ersten Takten, ob man das Publikum erreicht. Hans-Dieter Bauer erreicht sein Publikum spielerisch. Ob in New York in der Carnegie Hall, in Peking oder in Buenos Aires. Ob mit Sonaten, Etüden, Walzern oder mit einem auch einmal auf die Schnelle selbst komponierten Tango. Doch von nichts kommt nichts. Hans-Dieter Bauer übt seit er 3 Jahre ist. Jeden Tag, stundenlang. Als er klein war, gab es eine kleine Motivationshilfe. Am Ende der Klaviatur war immer als Lockvogel eine Praline. Und da ich ein Süßer bin, habe ich natürlich 1 Stunde jeden Tag geübt. Es kommt nicht darauf an, auf die Länge des Übens, sondern wie man übt, wie intensiv man übt. Das ist das Entscheidende. Der in Berlin geborene, in Coburg aufgewachsene und lebende Hans-Dieter Bauer spielte auf Bitte seines Freundes Professor Johannes Kraft, dem Chefarzt der Palliativstation des Klinikums Coburg. Wir sind ja hier auf der Palliativstation und der Wunsch ist, und wir bemühen uns gemeinsam in einem größeren Team von Pflegekräften, speziellen ausgebildeten Ärzten und Therapeuten und Seelsorge und vielen verschiedenen Helfern, den Menschen ein Leben trotz schwerer Krankheit zu ermöglichen. Konzerte wie dieses, ein wenig unkonventionell, auch mal ein wenig improvisiert und mit Überraschungseffekten, sind das schöne Ergebnis des Ansinnens des Klinikums, den Patienten der Palliativstation eine gute Zeit zu bereiten. Und es ist ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels des Pianisten. Mein Ziel ist, seit eh und je Klang zu erzeugen. Ja? Musik ist Klang. Und das gelingt mal mehr und gelingt mal weniger. In diesem Fall ist es ganz sicher mehr als gelungen. Dies wird einem erst richtig klar, wenn die Musik verklungen ist. Musik.